So, wir fangen mal an, glaube ich. Ich glaube, es sind, glaube ich, alle reingelassen worden, die auch reingelassen werden wollen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu unserem kleinen Vortrag heute. Es geht um die 100. Nordseewoche und natürlich auch um die 500 Seemeilen-Regatta rund Skagen, die dieses Jahr endlich mal wieder stattfindet. Ihr wisst ja, alle geraden Jahre rund Skagen und alle ungeraden Jahre nach Edinburgh. Wir wollen heute sprechen, einmal, wie gesagt, über Nordseewoche rund Skagen. Da geht es hauptsächlich um die Regatta rund Skagen, nicht nur die Nordseewoche, die sogenannten Feeder Races aus allen möglichen Richtungen nach Helgoland gesegelt werden. Und da kennen sich die meisten von euch ja bestens aus, auf Weser und Elbe. Also da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und das ist auch reichlich Knowledge darüber vorhanden. Und dann natürlich, wie gesagt, rund Skagen mit seinen Eigenarten, mit seinen Tücken und verschiedenen Ecken. Denn wollen wir doch über kurz, wir haben die Double-Hand-Sachen. Auch im Bereich Skagen rund. Wir werden Robin Zinkmann haben, der uns freundlicherweise ein bisschen unterstützt in Sachen Wind und Wetter, Strömung, Gezeiten und vielleicht ein paar Kniffen auch in der navigatorisch oder softwaremäßig. Und zum Abschluss reden wir noch ein bisschen über Segelmöglichkeiten, die da vorkommen könnten beziehungsweise zur Anwendung kommen könnten. Ja, dann wollte ich noch einmal kurz Anfang noch mal darauf hinweisen, dass ihr bitte alle, wenn ihr rund Skagen segelt, euch noch mal vorzeitig um die Sicherheit kümmert. Das ist immer eine Aktion, die nicht gern gesehen wird, aber nachher einem trotzdem auf die Füße fällt. Und da hauptsächlich um die Ausrüstung, die ihr mitfahren müsst und wie ich gesehen habe oder wie es immer so eigentlich ist, ist Skagen rund Kategorie 2 nach Offshore Special Regulations. 30% der Crew müssen ein Survival at Sea Training erfolgreich abgeschlossen haben und denkt auch dran, dass ihr ein zertifiziertes Erste Hilfe oder einen Erste Hilfe Kurs für maritime Zwecke braucht. Das sind so Sachen, die World Sailing zertifiziert oder auch International Convention of Standard Trainings und so weiter und so weiter. Watchkeeping für Seefahrer und so weiter und so weiter. Das sind die Sachen, die ich euch nochmal bitte mit auf den Weg geben wollte, weil die gerne ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und nachher ist der Sicherheitscheck da und man muss das eine oder andere vorweisen, die C-Plugs fehlen oder das Sturmsegel ist nicht orange. Denkt bitte dann, alle Segel, die nach 2013 gefertigt worden sind, müssen eine Leuchtfarbe haben, also Segel vor 2013 brauchen es nicht, nur Segel danach. Gut, das war es eigentlich von meiner Seite. Wind und Wetter jetzt, Strömung, Gezeiten in Sachen für die Regatta rund Skagen. Ich muss mir das hier mal freigeben jetzt. Und zwar so, jetzt sollte das eigentlich klappen. Dann übergebe ich mal an Robin und Robin, leg los. Ja, danke Marci. Ich schaue, ob das hier mit der Fernbedienung klappt. Eine Seite weiter. Klappt noch nicht. Doch, da. Genau. Also, ich bin Robin. Ich arbeite hauptberuflich bei Jude und Frohlich als Yachtkonstrukteur. Und ich segle aber auch auf einigen Projekten seit einigen Jahren als professioneller Navigator, inshore und offshore. Mache auch Performance-Analyse für Yachten. Und ja, Marc hat mich gebeten, mal ein paar Sachen zur Navigation von diesem Rennen zu sagen. Es ist ja ein sehr abwechslungsreiches, anspruchsvolles Rennen. Und ich denke, bei der Navigation ist es immer wichtig, gut vorbereitet in das Rennen reinzugehen. Denn gerade also im Rennen selber, je besser man vorbereitet ist, desto weniger muss man sich um irgendwelche Sachen kümmern, für die man im Rennen im Zweifel gar keine Zeit hat,
Ganz besonders gilt das natürlich für alle Double-Head-Segler, von denen dieses Jahr ja auch einige dabei sind und bestimmt auch hier heute in unserem kleinen Webcast. Denn gerade beim Double-Handed-Segeln will man alles andere machen in der Regatta, außer sich um irgendwelche Navigationsprobleme zu kümmern. Und deswegen, je besser man vorbereitet ist, desto weniger Stress hat man damit im Rennen. Ich gehe mal auf die nächste Seite. Dauert immer einen kleinen Moment scheinbar. Oder so. Sonst, Martin, musst du vielleicht eine Seite weitermachen. Irgendwie. Ja, ich sage dir das sonst immer weiter, dann scheinbar geht das mit der Fernbedienung nicht so gut. Also, ich wollte anfangen mit ein paar ganz allgemeinen Sachen zum Rennen, die jetzt im Prinzip schon feststehen. Wir wissen, dass der Start am 6.6. ist, um 16.30 Uhr. Und man kann jetzt aus dem Tidenkalender ablesen, dass an dem Tag Hochwasser auf Helgoland um 17 Uhr ist. Das heißt, wir starten eine halbe Stunde vor Hochwasser. Und dann kann man sich natürlich jetzt auch heute schon ein Strömungsgrip-File runterladen für einen Tag heute und einfach zu einer Stelle springen, die eine halbe Stunde vor Hochwasser ist und weiß dann ziemlich genau, jetzt windabhängige Strömung mal außer Acht gelassen, aber weiß dann ziemlich genau, wie die Strömung zum Startzeitpunkt läuft, ohne dass man jetzt irgendwie 2 Tage vorm Start auf das Skript gucken muss. Das habe ich unten links einmal dargestellt, wie die Strömungssituation ist, eine halbe Stunde vor dem Start. Was man noch weiß, oder was wir noch wissen, ist, dass an dem Tag Sonnenuntergang ungefähr 22 Uhr sein wird. Oder während des ganzen Rennens, verschiebt sich natürlich um die Tage und auch wenn man nach Norden segelt, so ein klein bisschen, aber ganz grob, Sonnenuntergang ist 22 Uhr, Sonnenaufgang wird um 5 Uhr sein und am 7.6. ist Halbmond, zunehmender Halbmond, der Mond geht um 2.30 Uhr unter, das heißt, man kann damit rechnen, dass zwischen 2.30 Uhr und bis die Morgendämmerung einsetzt, vielleicht 1-2 Stunden tatsächlich sehr, sehr dunkel sein kann, gerade wenn da noch Bewölkung dazu kommt. Das zu den ganz allgemeinen Key Facts des Rennens. Dann mach mal bitte die nächste Seite, Marci. Ja, ich habe hier einmal den Kurs aufgezeigt. Das ist ein Screenshot aus Expedition, damit navigiere ich immer ganz gerne. Und ich wollte jetzt heute mit euch einmal so ein bisschen um den Kurs rumgehen und so ein paar interessante Stellen genauer anschauen. Es wird losgehen. Im ersten Teil des Vortrags werde ich ein bisschen was erzählen zu den Windparks, die in der Deutschen Bucht da teilweise im Weg rumstehen. Wird es irgendwann oben in Skagen die Entscheidung geben müssen, ob man Lese östlich oder westlich lässt. Die Entscheidung ist freigegeben. Für Anholt gilt im Prinzip das Gleiche auch. Und dann im letzten Teil des Rennens kann sich nochmal alles ändern, wenn man im großen Delt in der Strömung stecken bleibt, bei wenig Wind. Da werde ich dann ein bisschen genauer darauf eingehen, was für Wetterdaten und Winddaten in Form von Grip-Files ist für Wind gibt, in Form von hochaufgelösten Grip-Daten, aber auch für Strömung und was die Quellen sind. Was man hier noch sieht, und das ist ein kleiner Kniff am Rande für alle Expedition-Nutzer, ich empfehle das auf jeden Fall lange vor dem Rennen, das kann man jetzt schon machen, den Kurs schon mal einzugeben in das Programm. Und man sieht das hier bei mir so ein bisschen, ich habe die ganzen Landflächen mit einer sogenannten Race Node in Expedition abgedeckt. Das beschleunigt die Routings ungemein. Also man kann mit Race Nodes in Expedition ganz viel machen. In diesem Fall habe ich im Prinzip die ganze Küstenlinie mit einer Race Node nachgezeichnet und der Race Node die Vorgabe gegeben, dass man im Routing diesen Bereich vermeiden soll. Und das beschleunigt so ein Routing um das ungefähr 3- bis 4-fache. Im Gegensatz dazu, man kann natürlich auch
Expedition sagen, erkenne die ganze Küstenlinie und rechne mein Routing dann drumherum, aber das ist halt deutlich langsamer. Deswegen, wenn man sich vorher die Mühe macht, mal in den Tagen bis zum Start des Rennens, sich das so zurechtzubasteln, dann und dann auch schon mal ein paar Routings laufen lässt, dann sieht man, ob das Ganze stabil läuft und wie schnell das ist. Ja, Martin, nächste Folie bitte. Genau. Fangen wir an mit dem ersten Punkt, die Windparks, die da in der Deutschen Bucht im Weg liegen. Es werden einige gebaut, einige Flächen sind ausgeschrieben, einige sind schon fertig und es gibt jetzt keine wirklich einheitlichen Regeln, wie jeder dieser Windparks zu betrachten ist. Also das Erste, was ich euch empfehlen würde, wäre, euch den letzten Seekartenstand für das Gebiet zu holen, weil in den letzten, wenn man irgendwie 10 Jahre alte digitale oder Papierseekarten hat, dann kann es gut sein, dass einige von den Parks noch nicht damit drin sind, weil die in den letzten Jahren gebaut wurden. Und auch wer das Rennen vielleicht einige Jahre nicht mitgefahren ist, der wird sich wahrscheinlich wundern, wie viele Windmühlen da jetzt mittlerweile im Wasser stehen. Man kann jetzt auf diesem Bild so ganz bisschen erkennen, am Start des blauen Pfeils, da ungefähr ist Helgoland, da geht es los und dann geht es nach Nord-Nordwest Richtung Horns Reff. Und ich habe da in Rot markiert, welche Windparks im Weg liegen und rechts sieht man so ein bisschen so einen Kartenausschnitt, wie das dann in der Seekarte aussieht. Dann nächste Folie, Bartschi, bitte. Ich hatte gerade eben schon gesagt, es gibt leider keine wirklich einheitlichen Regelungen für die Windparks. Es ist vielmehr so, dass es für vom Wasser- und Schifffahrts, der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes gibt es sogenannte Allgemeinverfügungen. Das sind mehrseitige Dokumente, in denen dann für jeden Windpark steht, was die Regeln sind. Ganz allgemein ist es in deutschen Gewässern so, dass um einen Windpark herum erstmal eine 500 Meter Sicherheitszone ist, die, solange in einem Windpark gebaut wird, nicht befahren werden darf. Und dann ist es aber so, dass wenn der Windpark dann in Betrieb ist, für Fahrzeuge mit einer Rumpflänge unter 24 Metern, das trifft, denke ich, auf uns alle zu, also für alle Sportbootfahrer, für die gibt es extra Regeln. Und diese extra Regeln, die finden sich in diesen Allgemeinverfügungen. Ich habe hier auf der rechten Seite einfach mal so einen Ausschnitt aus so einem Dokument hiermit auf die Folie gepackt. Wenn man die sich genau angucken will, den Link findet man unter www.elvis.de, kann man sich ganz gut merken, Elvis mit W. Und wenn man sich da dann durchklickt oder sucht nach Offshore-Windparks Allgemeinverfügung, dann sieht man die genauen Regeln. Einmal nächste Folie bitte, Martin. So, ich habe jetzt für die entscheidenden Windparks, die bei euch im Weg liegen, mal die Allgemeinverfügung mir durchgelesen und einmal das Wichtigste zusammengeschrieben. Also hier in der ersten Gruppe Helgoland erkennt man, ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen, so ein bisschen unter dem roten Kreis, genau da, wo die Maus drauf zeigt, da ist Helgoland. Und die ersten beiden Windparks, die auf der nordwestlich von Helgoland liegen, das sind einmal Nordsee-Ost und Meerwind-Südost. Die dürfen grundsätzlich befahren werden. Allerdings ist die Voraussetzung, dass man dafür ein AIS an Bord haben muss. Das muss eingeschaltet sein. Und man darf durch die auch nur durchfahren, wenn die Sichtweite über 1000 Meter beträgt und bis zu Windstärken von maximal 6 Beaufort. Man muss dann auch noch Abstand von mindestens 150 Meter zu den Windrädern einhalten und zu den Umspannplattformen, die da auch teilweise mitstehen, sogar 1000 Meter. Und wenn gerade an einem Windrad irgendwelche Wartungsarbeiten vorgenommen werden oder dann Hubschrauber da drüber steht oder so, da muss man sogar 1000 Meter Abstand halten. Also eine ganze Menge Regeln, aber wenn man die alle einhält, dann darf man durch den Windpark durchfahren. Und wir wissen jetzt heute nicht, wie das Wetter wird, aber es könnte sein, dass es vielleicht eine Abkürzung ist oder gerade auf der anderen Seite des Windparks ein Windfeld steht, zu dem man hinfahren möchte oder so. Man sollte auf jeden Fall vorher wissen, wie die Regel für den jeweiligen Windpark ist, weil im Rennen, wenn man vor einer kurzfristigen Entscheidung steht, dann ist es meistens zu spät. Okay, Martin, nächste Seite.
Genau, jetzt, es gibt noch zwei Parks, das ist Amrumbank West und Kaskasi 2, die sind in dem nördlichen Teil von dem Bereich, den ich gerade gezeigt habe. Ich weiß nicht, könnt ihr meinen Mauszeiger sehen? Marci, gib mal ein Handzeichen, ob man das, kann man sehen? Okay, dann diese beiden Parks hier, das hier ist der gelbe, ist Kaskasi 2 und das hier ist Amrumbank West. Um die befindet sich eine 500 Meter Sicherheitszone und die beiden dürfen nicht befahren werden momentan. Also die hier beiden unten schon, die beiden oben nicht. Und dann einmal nächste Folie bitte. Ah, da kommt sie schon. Und kommen wir zu den beiden letzten. Und zwar ist es einmal hier oben Butendiek. Der liegt vielleicht ein bisschen weiter östlich als unser Kurs. Und der Dan-Tüskwind-Park hier auf dieser Seite. Die dürfen jetzt vom 1.5. bis 30.9., also in der Zeit des Wonskagenrenns, dürfen die befahren werden. Hier sind die Voraussetzungen auch wieder, nur bei Sichtweite über 1000 Meter und bis Windstärke 6, aber nicht bei Dunkelheit. Also ihr seht, es ist typisch deutsch, für alles gibt es eine extra Regel und ein extra Gesetz. Und am besten macht ihr euch eine Liste vorher, guckt vielleicht nochmal auf die Elvis-Seite. Ich habe die Präsentation vor einer Woche vorbereitet. Es kann natürlich sein, dass sich in den nächsten Wochen noch mal irgendwas ändert an den allgemeinen Verfügungen. Ich glaube es zwar nicht, aber guckt lieber noch mal vorher selber rein, was die aktuellen Regeln sind. Und im Zweifelsfall wisst ihr dann, ob ihr durchfahren dürft oder nicht. Nächste Seite bitte, Martin. Ach so, ja, das ist noch einmal ganz kurz Sandbank. Entschuldigung. Sandbank ganz im Westen, der darf gar nicht befahren werden. Und das schöne Bild habe ich auch noch gefunden zu Windparks. Sollte man auch nicht außer Acht lassen. So ein Windrad macht natürlich auch was mit dem Wind. Also es kann natürlich sein, je nach Turbulenz der Luft oder so, dass da teilweise Abdeckungen hinter den Windrädern sind. Die muss man sich natürlich auch dann genau überlegen, ob man jetzt wirklich durchfährt oder ob man doch einen großen Bogen um den Windpark herumfährt. Okay, das war's zum ersten Thema, die Windparks. Zum nächsten Punkt habe ich mir mal angeguckt, wie die allgemeine Charakteristik des Rennens so ist. Und wo man vielleicht besondere Entscheidungen treffen muss. Und ich habe dazu Wetterdaten aus den letzten 10 Jahren mir runtergeladen. Reanalysis-Grip-Daten sind das. Ein Reanalysis-Grip ist im Prinzip, dass man auf Basis der historischen Wetteraufzeichnungen, die überall auf der Welt gemacht wurden, mit den aktuellen Wettermodellen für jeden Punkt der Welt im Nachhinein nochmal das Wetter berechnet, was vermutlich geherrscht hat und auf den Wind. Und so hat man im Prinzip Winddaten für, ich glaube, die letzten 60, 70 Jahre. Und dann habe ich mir die Polardaten einer DELA 30 genommen. Ich glaube, da sind auch ein paar dieses Jahr mit dabei. Und habe dann für jedes dieser 10 Jahre im Juni 20 Routings laufen lassen. Und um einfach mal so zu gucken, was sind denn so typische Kurse bei diesem Rennen? Das ist dieses erste Bild. Was man sieht, ist natürlich in den ersten Bereichen, je nachdem, ob es jetzt eine nord-südliche Windrichtung, ein VMT-Kurs ist, ein Großteil ist tatsächlich Reaching hier in diesem Bereich, aber nicht ausschließlich, also kann man nicht garantieren, dass der erste Bereich Reaching ist. Man sieht aber auch ganz klar, dass wir einen Split in den Kursen hier um Lesö herum haben. So, dann einmal nächste Seite. Ach so, kommt schon. Genau, diesen Split habe ich mir jetzt mal genauer angeschaut, um einfach einschätzen zu können, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man Lesö östlich oder westlich liegen lässt. Und es ist tatsächlich so, dass wirklich der allergrößte Teil der Routings geht westlich an Lesö vorbei, also den direkten, einigermaßen direkten Weg. Das heißt, von meinen 200 Routings sind 160 Routings
sind westlich vorbeigegangen. Es gibt allerdings auch 40 Routings, also ungefähr 20% der Routings, die östlich an Lese vorbeigeführt haben. Wenn man sich genau die Routing-Distanz anschaut, dann ist die östliche Variante ungefähr, ich sehe gerade hier, das ist ein Tippfehler, also die östliche Route ist 88 Meilen lang, die ist ungefähr 10% länger als die westliche Variante. Und es gibt dann ganz wenige Routings, 3 Stück nur, die sogar Anholt, östlich an Anholt vorbeigegangen sind. Das heißt, nur 1,5% der gesamten Routings in der Historie sind an Anholt vorbeigegangen. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn ihr von Skagen Richtung Süden fahrt, dass ihr Lese links lassen werdet. Ich könnte mir vorstellen, dass das Gründe, auf der anderen Seite vorbeizufahren, entweder dadurch begründet sind, dass es ein VMG-Kurs ist, also eine sehr nördliche oder südliche Windrichtung mit Kreuz- oder Vorwindanteil, wo man sowieso halsen muss und der Umweg hier über diese Seite gar nicht so groß ist. Ein anderer Grund könnte sein, dass die Wetterlage so ist, dass hier im östlichen Teil des Kattegats deutlich mehr Wind ist als im westlichen Teil. Also wenn zum Beispiel irgendwie ein Hochdruckgebiet über Norddänemark liegt mit dem Kern hier und auf der schwedischen Seite mehr Wind ist. Das sind aber alles Sachen, die man vermutlich eine relativ gute Idee schon 1 oder 2 Tage vor dem Start hat, wie Hoch- und Tiefdruckgebiete positioniert sind. Und spätestens auf dem Stück hier von Hans Holm nach Skagen sollte man sich dann einen genauen Plan machen, ob man Lese östlich oder westlich lässt, weil in Skagen muss die Entscheidung meistens getroffen sein, wenn man den halben Weg schon nach Süden gesegelt ist, sich dann noch umzuentscheiden, wird wahrscheinlich einen großen Umweg bedeuten. Was ich da noch als kleinen Tipp mitgeben könnte, ist im Rennen, wenn man jetzt in Skagen ist und einfach sein Routing nach Süden weiterlaufen lassen wird, dann wird einem das Routing immer den kürzesten Weg sagen. Und wenn der nur 1 Minute kürzer ist, dann kann es sein, dass das Routing einen trotzdem einen großen Umweg über die eine Seite schiebt. Das heißt, es ist immer vorteilhaft, sich die Option, also beide Optionen, genau anzugucken, indem man entweder einen Wegepunkt setzt, der zum Beispiel sagt, lass auf jeden Fall Lese östlich und auf jeden Fall westlich, oder dass man die Passage, die östliche oder westliche Passage mit einer Race Note blockiert. Und dann 2 Routings laufen lässt, einmal östlich, einmal westlich, um zu sehen, wie groß ist wirklich der zeitliche Unterschied zwischen diesen beiden Routings. Und wenn er nur 2-3 Minuten ist, dann kann man sich genau, sollte man sich nochmal fragen, ist es das wert, 10% Umweg zu gehen? Denn das Routing macht da in dem Fall keine Risikoabschätzung, die muss man selber machen. Ich habe dann die gleichen, also diese 200 Routings mal genommen und eine kleine Statistik angefertigt. Auf dem Diagramm hier, in dieser Heatmap, sieht man auf der Y-Achse, auf der vertikalen Achse den Windspeed und auf der horizontalen Achse den True Wind Angle. Also hier links unten ist wenig Wind und am Wind und hier oben rechts ist viel Wind und Downwind. Und man sieht so ein bisschen, wie dieses Rennen in der Charakteristik balanciert ist. Also es ist ein Drittel des Rennens aus historischen Daten ist zu erwarten, ist Upwind. Und der typischste Windbereich für das Rennen ist irgendwas zwischen 6 und 16 Knoten. Für eine DELA 30 bedeutet das, das schnellste der 200 Routings der letzten 10 Jahre war knapp über 2 Tage. Durchschnittlich kann man mit einer DELA 30 erwarten, dass man so 3 Tage und knapp, ja, gute 3 Tage braucht. Und wenn es sehr, sehr langsam läuft, dann ist man fast 4,5 Tage unterwegs. Das Ganze bei einer Distanz von 512 Meilen. Das ist das Ganze, das gleiche Diagramm von gerade eben nochmal ein bisschen anders aufbereitet. Also ich habe hier die Schritte zwischen den Windspeeds und den True Wind Winkeln mal ein bisschen reduziert, um so ein klein bisschen ein besseres Gefühl zu bekommen. Also in diesem Bereich Upwind 0 bis 50 Grad
sind ungefähr 35% des Rennens nach historischen Daten. Das bedeutet in absoluten Stunden um die 26 Stunden. Und Downwind, also das hier ist auch der ganze Upwind-Anteil. Der Downwind-Anteil ist tatsächlich ein bisschen geringer. Und den Rest macht dann das Reaching aus. Ganz interessant ist, dass die Wahrscheinlichkeit für wirklich viel Wind und schweres Wetter ist gar nicht so hoch, sind nur ungefähr 5%. Wohingegen die Wahrscheinlichkeit für sehr leichten Wind, 0 bis 6 Knoten mit 14%, schon deutlich höher ist. Das sagt jetzt natürlich noch nichts für das tatsächliche Rennen später, aber man kann sich genau diese Zahlen dann natürlich nochmal angucken, wenn die echten Wetterdaten kurz vorm Rennen dann vorliegen. Was man auch machen kann in Expedition, ist das ganze Routing mit einem Sailchart zu hinterlegen. Also in diesem Fall habe ich von Martin einen Sailchart für eine DILA 30 bekommen und den dann in Expedition reingeladen. Und das Ganze hat zwei Vorteile. Der erste ist, man kann aus seinen Routing-Ergebnissen gleich rausziehen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ein bestimmtes Segel braucht. Also in diesem Fall ist halt natürlich Jib und A2 sind die meistgenutzten Segel. Aber auch der Code Zero wird einige Stunden sehen. Und eine sehr geringe zeitliche Nutzungsdauer hat die Inner Jib, die bei der DILA 30 halt nur bei wirklich viel Wind gesetzt wird. Das Ganze liegt halt an dieser Charakteristik des Rennens, dass es zumindest in der Historie meistens gar nicht so stürmisch war. Nichtsdestotrotz, es kann natürlich sein, dass gerade dieses Jahr ein Sturmtief durchzieht und dann braucht man dieses Segel trotzdem. Aber man kann sich halt dann auch mit den aktuellen Wetterdaten des Rennens und dem Sailchart genau anschauen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, welches Segel zu benötigen und eventuell, wenn man viele Segel hat und sich entscheiden muss, welchen man an Land lässt, auf Basis dieser Routings dann entscheiden, welches Segel man mitnimmt und welches man nicht mitnimmt. Was auch noch ganz praktisch ist, ist in den Routing-Ergebnissen, wenn man einen Sailchart hinterlegt hat, dass man genau sieht, wann welches Segel vermutlich hochgezogen werden muss und entsprechend seine Manöver vorplanen. Gerade wenn man Double-Hand segelt, ist das ja sehr praktisch, vorher genau einen Plan zu haben, okay, erst kommt der A2 hoch, dann der Code Zero, dann die Jib, dass man weiß, welches Pfeil man nutzt. Wenn man mit größerer Crew segelt, dass man das mit der Vorschiffscrew, den Trimmern bespricht, dass alle schon mal vor dem Rennen einen ziemlich genauen Plan haben, was auf sie zukommt und eigentlich im Rennen keine großen Überraschungen kommen. Und man auch entsprechend seinen Sail-Stack an Bord vernünftig einteilen kann, dass im Prinzip das Segel, was als erstes, als zweites, als drittes hochkommt, in der Reihenfolge da liegt und dass man nicht irgendwie ganz unten das unterste Segel dann plötzlich hervorwühlen muss, weil das jetzt gerade gesetzt werden muss. Ja, ich hoffe, es springt jetzt gleich. Martin, kannst du einmal nächste Folie machen? Ja. Danke. Eine andere Möglichkeit, sich ein bisschen auf das Rennen vorzubereiten, ist, sich die Tracks der Boote der letzten Jahre anzuschauen. Jetzt 2020 gab es ja kein Rennen, aber 2016 und 2018 wurden die Rennen mit Yellow Brick getrackt. Und man findet halt in den Tracking-Daten der vergangenen Jahre, kann man sich den Kurs von jedem Boot angucken, kann sich natürlich die Ergebnisliste einmal anschauen, schauen, wie die Gewinnerboote gefahren sind und sich vielleicht mal überlegen, warum die gerade daran lang gefahren sind. Man sieht ja zum Beispiel hier in diesem Jahr, das ist von 2016, dass tatsächlich ein Großteil der Flotte westlich von Lese vorbeigefahren ist, aber es auch ein paar Ausreißer gab, die östlich dran vorbeigefahren sind. Und Martin, einmal nächste Folie bitte. Genau, man kann diese Yellow Brick Tracking Daten dann ebenfalls auch in seinen Expedition reinladen, wenn man Expedition als Navigator nutzt und die Tracks dort anzeigen lassen. Was auch vielleicht nochmal ein bisschen praktischer sein kann als
auf der Website von Yellow Brick, denn man kann dann seine Seekarte hinterlegen, man sieht genau, wo ist es flach, wo nicht, wo sind Boote vielleicht über eine flache Stelle mal rübergefahren. Man muss dazu sagen, die zeitliche Auflösung ist, glaube ich, 15 Minuten bei den Yellow Brick-Daten. Also man kann jetzt nicht damit metergenau irgendwas nachvollziehen, aber man sieht zum Beispiel hier, dass einige Boote hier über das Flach südlich von Lesö abgekürzt sind. Und man sieht zum Beispiel hier auch, dass einige Boote tatsächlich östlich von Anholt vorbeigefahren sind. Man hat natürlich alle anderen Tools, die man in Expedition hat, wie Entfernung messen und so weiter, sehr komfortabel. Also das macht durchaus Sinn, sich im Vornherein mal mit den Tracks der Gegner der letzten Jahre zu beschäftigen. Einmal nächste Seite bitte, Martin. Ja. Genau, das ist das Gleiche. Gerade eben war nochmal für 2018, aber wir springen gleich weiter zum nächsten Punkt, den Grip-Files. Das gehört für mich auch zu jeder vernünftigen Vorbereitung einer Offshore-Regatta dazu, dass man, wenn man Wetterrouting machen will und mit Grip-Files, also mit digitalen Wetterdaten arbeiten will, dass man sich im Vornherein einen Kopf macht, welche Dateien will man nutzen, wie groß sind die, denn gerade wenn man offshore ist meistens eine gute Internetverbindung, eine schnelle Internetverbindung eher rar. Also es kann gut sein, das weiß ich nicht genau, wie es jetzt mittlerweile im Bereich der ganzen Windparks bei einer deutschen Bucht aussieht. Häufig haben ja die Windparks sogar ein kleines, eigenes, erweitertes Mobilfunknetz, aber da kann ich nichts genau zu sagen, wie das bei denen jetzt ist, ob man da einen guten Empfang hat. Sonst natürlich immer, wenn man in Küstennähe ist, in Handy-Reichweite, Handynetz-Reichweite, dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, sich irgendwie ins Internet einzuklinken und Wetterdaten runterzuladen. Aber häufig sind die Daten, also ist die Verbindung dann sehr langsam, vielleicht nur eine GSM-Verbindung, und dann kann man sich keine besonders großen Daten runterladen. Ich habe jetzt nicht 1000 verschiedene Wetterdaten aufgelistet, sondern ich habe jetzt einfach mal als ein Beispiel die High-Resolution Grip-Files vom ICON-Modell hier in der Präsentation dargestellt. Die sind kostenlos verfügbar, und die High-Resolution-Modelle haben halt den Vorteil, dass sie lokale Features viel besser abbilden als zum Beispiel das grobes GFS-Modell. Also, die sind dann allerdings auch nochmal auf verschiedene, also man muss dann für jeden Bereich ein eigenes Grip-File runterladen. In diesem Fall gibt es zum Beispiel ein High-Resolution-Grip-File, das nennt sich Blight. Das deckt diesen ganzen Bereich ab, also im Prinzip die ganze deutsche Bucht bis ungefähr Höhe Limfjord. Dann gibt es ein High-Resolution-Grip-File, das nennt sich Aarhus. Das deckt diesen Bereich ab, und dann für den Kieler Bereich ein High-Resolution-Grip-File, das nennt sich Kiel. Diese ganzen Grip-Files finden sich auf dieser Website openskiren.org, und die High-Resolution-Files, die haben eine räumliche Auflösung von 1,2 Meilen, eine zeitliche Auflösung von einer Stunde, die gehen aber nur 27 Stunden in die Zukunft. Das heißt, beim Start, kurz vorm Start, kann man sich natürlich noch auf Helgoland das 13-Megabyte-File für die deutsche Bucht runterladen. Aber spätestens, wenn man in Skagen ist, sind mehr als 27 Stunden vergangen. Das heißt, für die nächsten hochauflösenden Grip-Files braucht man dann entweder in Skagen, Lesö oder später hier auf Höhe Grena, braucht man dann mal in Landnähe eine gute Internetverbindung, um das aktuelle File zu laden. Was man auch immer wissen sollte, ist, wann diese Files verfügbar sind. Denn die werden mehrmals an Tag gerechnet. Das ist bei jedem Modell unterschiedlich, kann man aber für jedes Modell nachlesen. In diesem Fall von den DWD-Icon-Daten ist es so, dass die Runtimes haben von 0 und 12 Uhr. UTC-Zeit ist das. Runtimes bedeutet immer die Zeit, wenn das Grip auf deren Computer anfängt zu rechnen. Also um 0 Uhr und um 12 Uhr wird der aktuelle Status der Atmosphäre quasi in den Computer eingespeist, dann geht die Rechnung los,
Und dann dauert das eine ganze Weile, bis dann die Rechnung abgeschlossen ist, das Grip-File zur Verfügung steht. In diesem Fall sind das ungefähr 4 Stunden. Das heißt, man kann so circa gegen 6.30 Uhr morgens und gegen 18.30 Uhr abends unsere Zeit damit rechnen, dass das File fertig ist und zum Download zur Verfügung steht. Wenn man um 6 Uhr morgens schaut, dann kann es sein, dass da immer noch dass die Datei von 18.30 Uhr vom Vorabend nur da ist. Und diese Grip-Files enthalten eine ganze Menge Informationen. In diesem Fall ist es halt der Wind. MSLP steht für Mean Sea Level Pressure, also Druck, wenn man sich die Isobaren darstellen will. Temperaturen, Wolken, Regen, Wellen und so weiter steht dann alles in dieser Datei mit drin. Man sieht, für ein komplettes Routing ums ganze Rennen rum fehlt uns hier der nördliche Zipfel um Skagen herum. Da gibt es einfach kein hochauflösendes Grip-File. Das kann man dann aber mit einem gröberen Grip-File trotzdem diesen Bereich abdecken, aus dem gleichen Modell. Das vielleicht nochmal kurz vorne weggeschoben. Die Auflösung dieser High-Resolution-Grip-Files, die ist wirklich mittlerweile richtig, richtig gut. Man sieht das hier als Beispiel für das Kieler-Grip-File. Jeder dieser kleinen Windpfeile steht für einen Berechnungspunkt in dem Computermodell. Und wenn man jetzt ein grob auflösendes Modell nimmt, was vielleicht eine Auflösung von 9 oder 64 Kilometern hat, dann hat man vielleicht einen Windpfeil hier über den Eckernförderbuch und den nächsten dann über Fehmarn. Und dann werden natürlich alle möglichen lokalen Features da drin, können gar nicht berücksichtigt werden. Das heißt, wenn man ganz genau diese lokalen Features haben will, dann braucht man diese hochauflösenden Dateien, wo man dann durchaus mal irgendwie sieht, wie sich der Wind um die Küstenlinie herumkrümmt, wie man lokale Küsteneffekte mit drin hat. Und das ist bei so einem Küstenrennen wie dem Grund-Skagen-Rennen sicherlich nicht verkehrt, sowas zu nutzen. In dem ersten Teil, der ja gerade vielleicht bei einer Westwindrichtung vielleicht von einer Tiefdruckfront dominiert ist oder so, kann ein grob auflösendes Grip-File genau den gleichen Zweck leisten, weil die wesentlichen Wetterfeatures auch damit erfasst werden. Es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an und in welchem Bereich man gerade segelt. Die nächste Folie. Das ist jetzt ein Beispiel, das ist das gleiche Wettermodell, aber oder grundsätzlich das gleiche Wettermodell, auch vom DWD, das Icon-Modell, aber das ist das etwas gröbere sogenannte EU-Modell. Das deckt also fast die ganze westliche Ostsee und den großen Teil der Nordsee an der deutschen und dänischen Küste ab. Da ist die Auflösung jetzt nicht mehr 1,2, sondern 3,7 Meilen stündlich, geht aber deutlich weiter in die Zukunft, nämlich ganze 5 Tage und hat ähnliche Runtimes, ist ein bisschen später als das hochauflösende Grip-File steht es zur Verfügung. Das braucht nämlich 5 bis 6 Stunden, um fertig zu rechnen. Das heißt, um 7.30 Uhr morgens und um 19.30 Uhr abends steht dann diese Datei zum Download zur Verfügung. Und die ist ungefähr 17 Megabyte groß und man sieht, die deckt auch diesen Bereich hier oben ab, der von den hochauflösenden Grip-Files nicht abgedeckt war. Das heißt, was ich machen würde, wäre zum Start das hochauflösende Grip-File für den Startbereich, für die deutsche Bucht zu laden und das Icon-EU-Modell. Damit kann man dann auf jeden Fall die ganzen Routings laufen lassen. Und sobald man dann wieder Internet hat, entweder hier in Skagen oder auf Höhe Lesö, kann man für den restlichen Bereich dann die hochauflösenden Windgrip-Files im südlichen Bereich der westlichen Ostsee herunterladen. Dann gibt es noch, und das ist in diesem Rennen auch ein wichtiger Faktor, die Strömung. Für Strömung gibt es Grip-Files vom BSH, die kennen wahrscheinlich die meisten, also auf www.bsh, also vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, kann man die runterladen. Es gibt
für unseren Bereich sind vier verschiedene Grip-Files wesentlich. Der eine Bereich nennt sich North Sea. Das ist der hier in grün markiert ist. Der deckt im Prinzip fast die ganze Nordsee ab. Der hat eine räumliche Auflösung von 3 Seemeilen und eine zeitliche Auflösung von 15 Minuten. Und es gibt dann nochmal einen verfeinerten Bereich, genau über der Deutschen Bucht. Der hat sogar eine Auflösung von 0,5 Seemeilen, also eine viel bessere Auflösung als der von der Nordsee. Und bei Strömungsgrip-Files ist im Prinzip das Gleiche wie beim Wind. Je höher die Auflösung, desto besser werden zum Beispiel die Gegebenheiten des Untergrundes, des Seebodens, werden natürlich viel besser mit in das Computermodell mit einberechnet, als wenn man eine grobe Auflösung hat. Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man auch da immer mit den hochauflösenden Daten arbeiten. Bei BSH ist es so, es gibt immer 3 Dateien für jeden dieser Bereiche. Die nennen sich Today, One Day und Two Day. Das ist eigentlich selbsterklärend. Also Today ist immer die Datei nur für den heutigen Tag, One Day für morgen und Two Day für übermorgen. Ich glaube, die werden immer, ich weiß es nicht ganz genau, im Laufe des Vormittags neu hochgeladen. Man kann sich natürlich jetzt gleich zum Start des Rennens alle 3 Dateien laden und die sollten dann hoffentlich bis zum Ende des Rennens reichen. Ansonsten muss man halt dann bei Skagen oder auf Höhe von Grena, wenn man im Internet ist, gucken, ob man für den letzten Tag vielleicht auch nochmal ein Update von dieser Grip-Datei bekommt. Die sind auch nicht ganz klein, also gerade die hochauflösenden für Western Baltic, hier unten in Rot markiert, sind ganze 15 Megabyte. German Byte 11 Megabyte, die anderen beiden so 5 Megabyte. Da muss man dann auch schauen, hoffentlich hat man eine schnell genug Datenverbindung, um sich die letzte Datei für Western Baltic nochmal runterzuziehen. Also dieser Bereich und gerade der Bereich im großen Belt, hatte ich eingangs ja gesagt, wird wahrscheinlich gerade bei leichtem Wind, kann der strömungskritisch sehr entscheidend werden. Da kann das Rennen auch gewonnen und verloren werden, nochmal auf den letzten Metern sozusagen. Und da sollte man genau wissen, wie die Strömung läuft und wie man am besten damit umgeht. Ich habe jetzt hier nochmal ein letztes Bild. Das ist jetzt mal reingezoomt auf diese Strömungsdatei im südlichen Bereich des großen Belts, wo man wirklich sieht, wie genau das modelliert ist. Und es kann durchaus sein, dass es auf der einen Seite im Belt mal reinströmt, auf der anderen Seite rausströmt und dann will man natürlich auf der richtigen Seite sein. Oder wenn man Gegenstrom hat, vielleicht ganz im flachen Wasser, um den Strom zu vermeiden. Man müsste eigentlich 1-2 Tage vor dem Rennen mit den aktuellen Wetterdaten schon eine relativ gute Idee haben, wann man hier zum Beispiel im großen Belt ankommt und kann sich das natürlich dann auch schon mal genau vorausplanen und sich vielleicht auch eine kleine Notiz schreiben, wenn ich um 10 Uhr morgens ankomme, dann wird der Strom wahrscheinlich mitlaufen sein, dann halte ich mich vielleicht im tiefen Wasser, wenn ich später ankomme, dann ist er vielleicht schon gekippt, dann muss ich mich im flachen Wasser halten. Alles Schritte, die man im Voraus planen kann und dann kann man sich im Rennen selber nachher mehr aufs wirklich Wichtige, nämlich auf Segeln konzentrieren. Ich glaube, das war's schon. Das war meine letzte Folie. Ich gucke noch mal, kommt hier noch was, Marci? Kannst du noch mal gucken? Dahinter war, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube nicht. Nee, da kommt schon. Das war's, dann darf jetzt Bertil weitermachen. Ja, Robin, jetzt erstmal herzlichen Dank dafür deine interessanten Ausführungen und deine Einschätzung. Also ich denke, man hat mal wieder gelernt, dass eine gute Vorbereitung sich unbedingt lohnt. Was vielleicht ein bisschen rausgekommen ist, eine gute Navigationssoftware wie Expedition oder Adrena ist natürlich sehr sinnvoll, aber natürlich auch nicht zwingend notwendig. Also man kann sich viele Sachen vorher aus dem Internet runterladen, vielleicht dann sogar als Dokument oder Bild auf seinem iPad, iPhone abspeichern und die auch nutzen. Und wie gesagt, gute Informationen, auch eine gute Vorbereitung erhält natürlich nachher die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gut, als Segelmacher wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über die Segel sprechen, die für dieses Rennen gebraucht werden oder gebraucht werden könnten.
Das übernimmt heute Bertel und wie ich gehört habe, ist Bertel auch dabei und soll in der Double Hand Division der Rundskagen Regatta starten. Genau, in der Theorie würden wir da die Double Hand Deutsche Meisterschaft austragen, aber da ist die Meldeliste noch ein bisschen mau, deshalb warten wir mal ab. Aber also es wird auf jeden Fall Double Hand um die Insel, wollte ich schon sagen, um Dänemark gehen, zurück nach Kiel. Irgendwie ist die Präsentation weg, Marci. Oh, das tut mir leid. Warte, Moment. Oh, kein Problem. Tut mir leid. So vielleicht? Jawohl, genau. Ich hatte vorhin zu Robin schon gesagt, wie lange will er eigentlich mit seiner Präsentation rumhantieren und da habe ich ihm schon gesagt, ich mache das in einer Viertelstunde, also von daher kann er ein bisschen Zeit haben. Ich habe mir gerade nochmal meine Slides angeguckt, deshalb ich überspringe mal die Vorstellung. Wie ihr seht, ich bin schon ein bisschen älter, bin relativ lang Segelmacher und arbeite auch schon ewig bei der Firma Norse und genau, war erst für den Service zuständig, jetzt bin ich im Vertrieb und hin und wieder dann auch nochmal im Service, aber genau, meistens seht ihr mich auf irgendwelchen Booten am Ausliefern oder am Segeln. Genau, Machi, mach bitte weiter. Also vielleicht, dass ich mich mal in die Kamera setzen. So, genau. Robin hat ja vorhin schon mal kurz über dieses Sail-Chart geredet. Rein von der Sache können wir als Segelmacher euch natürlich für jeden Winkel das richtige Segel anbieten. Das ist jetzt ein Sail-Chart, nicht von der DELA 30, aber ein ähnliches Boot vom Konzept her. Das ist für eine Sunfast 3300, also ein relativ modernes Boot, auch eher auf Double Hand ausgelegt, kann man natürlich auch als Full-Crew segeln. Und da haben wir einfach mal gezeigt, was es alles geben würde. Rein von der Sache her will man bei einer Langstrecke jetzt nicht so viele Segel mitnehmen, wie man es vielleicht bei einem Inshore-Rennen mitnehmen würde. Rein von der Sache würde ich sagen, irgendwie ein leicht bis mittelschwerer Spinnaker und ein schwerer Spinnaker, um das abzudecken. Dann vielleicht eine Fock, die ein bisschen was ab kann. Dann eine schwerere Fock. Beim Double Hand hat man sowas dann gern nochmal zum Reffen, also dass man von einer richtigen 3 auf eine 4 runtergehen kann, dass man da schon mal ein Segel spart. Und genau, also bei größeren Booten kann man dann nochmal zwischen einem Masthead oder einem Fractional Zero oder eben einem Jib Top überlegen. Aber das wäre so erstmal so eine grobe Vorstellung, also eine leichte und eine schwerere Fock und dann irgendwas kleineres, leichter Spie, schwerer Spie. Und wenn man dann noch Platz auf dem Boot hat, gerne was zum Reachen. Genau, Machi, kannst gleich zur nächsten Slide übergehen. Da habe ich mal so ein kurzes Video eingepackt. Das müsste, glaube ich, von der Caribbean 600 sein, wo man einfach mal sieht, also gerade alles relativ moderne Boote, auch ein bisschen so eher so im Racer-Bereich. Also später kommen wir noch zu einer Sunfast. Aber da sehen wir so ein bisschen so dieses Reachen, was man eben so mit viel so von den Volvos oder auch von den Bondi Globe-Booten kennt, eben dieses Double-Headed. Da muss man jetzt keine Angst haben. Das funktioniert nicht nur bei, das ist ein bisschen holprig, das Video. Genau, hier haben wir die besagte Sunfast 3300, Gennaker oben, dann eine kleine Fock als Staysail und eben das Großsegel. Prinzipiell funktioniert dieses Double-Headed-Segeln nicht nur bei modernen, gleitfähigen Booten. Das funktioniert auch bei älteren IMS-Schiffen oder EOR-Schiffen. Es sorgt einfach so ein bisschen, dass man auf solchen Halbwindgängen ein bisschen eine bessere Balance hinbekommt. Also, dass das Schiff nicht ganz so schnell aus dem Ruder läuft. Das wäre so ein bisschen der X35 oder so klassische IMS 600 Boote. Ich glaube, Robin kann da ein Lied von singen. Irgendwie Silva Hispaniola ist auch ein wunderbares Boot gewesen, um Halbwind irgendwo hinzureachen. Da hat man sich dann auch nochmal ein Staysail hingesetzt, einfach um eine bessere Balance für den Steuermann hinzubekommen. Genau, also da sehen wir gerade einfach mal so die ganze Bandbreite von Langstrecken, Reach- und Amwindsegeln, die man so mitnehmen könnte. Ja, leider hakt es ein bisschen das Video, würdet ihr aber auch bei uns bei YouTube auf dem North Sails Kanal finden. Genau, hier so ein Triple-Headed Boot. Diese Konfiguration ist allerdings jetzt für so ein UAC-Rennen wie Rundskagen nicht erlaubt, weil man kein Schothorn oder nee, kein Hals über einen anderen Hals haben muss oder sowas. Da gibt es eine Regel, müssen wir nur an DSV genauer fragen. Ist auf jeden Fall nicht erlaubt. Genau, also so kriegt man halt auch dieses Double-Headed hin, also eben halt einen Spinnaker oder einen Gennaker vorne.
und dann einfach die Fock stehen lassen, halt nicht vielleicht die größte, sondern einfach ein bisschen kleinere Fock, dass man eine gute Anströmung bekommt. Rein von der Sache her, zwei Segel sind besser als ein Segel, drei Segel sind besser als zwei und so weiter. Also je mehr man vorne sich hinhängt, umso schneller oder entspannter kann so ein Boot fahren. Genau, ab zur nächsten Slide, Matschi. Genau, das wären eben halt diese Reaching-Optionen, wo wir gerade gelernt haben, wir haben relativ viel Reachen, werden wir bei Skagen erwarten, also ein Drittel am Wind und ein bisschen mehr als ein Drittel wird irgendwas mit Halbwind Reaching Conditions sein. Dafür gibt es dann eben halt nach OAC eben zum Beispiel einen Jib-Top. Das entspricht in der Regel oder sollte in der Regel dem größten Vorsegel, was man hat, also der Genua 1 oder der Light Jib entsprechen. Eben halt ein Genua-Starksegel oder auch ein Spinnaker-Starksegel, was eben zwischen dem Vorstarkansatz und dem Mast gesetzt wird, um eventuell halt ein Segel für einen Spinnaker oder Gennaker oder eben halt, wenn man mit Genua reachen möchte, dann eben, wie angesprochen, halt ein Code Zero, Top oder Fraktional, kommt natürlich ein bisschen auf den Mast an, ob er halt top gerickt ist oder also ob es einen Topfall gibt oder nicht. Und was es für ein Boot ist, prinzipiell nach OAC, sicherlich sind da auch kleinere Segel, also diese Free Flying Headsails erlaubt. Die dürfen unter 75% haben. Ich bin tatsächlich ein großer Freund davon, weil es nicht dem Rating ganz so weh tut, eben halt ein Code Zero, der 75% Mittelbreite hat, zu haben, weil das einigermaßen verträglich ist in dem OAC-Rating. Bei diesen Free Flying Headsails, also wenn man so ein bisschen runtergeht, das sehen wir auf dem rechten Bild, wenn ihr hier meine Maus seht, eben halt so ein kleines, eine kleine Fock oder gab es mal so bei den, aus dem Volvo kommt das, dieses J-Zero, also quasi eine große, freifliegende Top-Genua, die quasi die Fläche von dem Vorsegeldreieck dann komplett ausfüllt. Sowas kann nach OAC ein bisschen wehtun, kann aber auch einfach gut, also kann in dem OAC-Brief abgedeckt werden, aber wie gesagt, da sollte man mit uns oder dem Segelmacher oder dem Designer von so einem Boot mal ein bisschen genauer sprechen, um einfach zu gucken, was macht für das Rating Sinn bei so einem Rennen oder für das Boot. Genau, dann bitte zur nächsten Seite. Hier eben halt nochmal ganz kurz das Bild, was eben halt nach, welche Segel keinen Einfluss auf das OAC-Rating haben. Das sind halt einmal, wie gesagt, diese Jib-Tops. Die haben halt eben genau dieselbe Fläche wie das größte Vorsegel, was ihr in eurem Messbrief eingetragen habt. Aber eben halt ein hochgeschnittenes Schothorn, um halt eben schön aufzutwisten, wenn man die Schot offen hat und eben halt einen Halbwind-Reachgang besitzt. Bei dem mittleren Bild, da sehen wir so ein Genua-Starksegel. Das setzt relativ genau zwischen beim halben J-Maß an, also zwischen Mast und Vorstark. Bummelig bei 50%, kann auch bei 55 oder vielleicht auch mal bei 60% sein. Das muss man immer so ein bisschen gucken, wo kann man es genau anschlagen und was macht bei dem Boot Sinn. Also wo sitzen die Genua-Schienen, wo sitzen die Spinnaker-Hohle-Punkte. Aber bummelig, mal so grob über den Daumen gepeilt, ungefähr die Hälfte vom J-Maß. Tut in dem Fall auch nicht weh. Oftmals sind das freifliegende Vorsegel. Klar, jetzt irgendwie ein alter Swan zum Beispiel, hat vielleicht noch ein eigenes Kutterstark, wo man sowas riggen kann. Kann man, also wäre in dem Fall auch ein Genua-Starksegel, aber ich sag mal, bei den moderneren Booten, die eben halt keine Kutterstarken mehr haben, also ich sag mal, alles, was so in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren gebaut wurde, würde man sowas heutzutage freifliegend machen. Tut dem Rating aber in dem Fall überhaupt nicht weh, also auch wenn das unter 75% Mittelbreite hat. Man muss es nur beim Messbrief als inneres Starksegel angeben und dann hat man da wiederum keine Sorgen. Und ansonsten, da wird jetzt Robin wahrscheinlich oder auch Robert Jakobsen mich wahrscheinlich lynchen, wenn ich sage, der Code Zero mit 75% hat keinen Einfluss auf das Rating. Hat er schon, also wie gesagt, wir machen, glaube ich, seit letztem Jahr 21 oder 20, bin mir jetzt nicht so sicher, werden diese freifliegenden Vorsegel
falsch. Die Gennaker nochmal anders bewertet, also alles zwischen 75% und 85% Mittelbreite hatten 9 Downwind-Koeffizienten, um jetzt noch technischer zu werden, damit ordentlich die Ohren glühen. Also da werden im ORC, in der ORC-Berechnung andere Werte zur Berechnung hinterlegt. Davor war das noch, alles ab 75 waren Gennaker und es hat keinen interessiert. Aber wie gesagt, solche Reaching-Segel sollten irgendwo so zwischen 75% und 85% haben. Also ein A3 zum Beispiel oder ein A5, das wird so ein Segel sein, was irgendwie 85% hat. Wenn man da einen schlauen Segelmacher hat, dann baut er euch einen A3 oder einen A5, der halt eben über 85% Mittelbreite hat, weil das dann halt tatsächlich überhaupt nicht mehr im Rating auftaucht. Aber ich sag mal, ein schöner Code Zero mit 75% Mittelbreite ist definitiv die Qual der Wahl, wenn es darum geht, einigermaßen entspannt zu gehen bei den meisten Booten. Wie gesagt, man muss auch mal gucken, gibt auch Boottypen, da kann man durchaus noch ein bisschen runtergehen, also auf, was weiß ich, auf 65%. Aber das ist, wie gesagt, muss man sich immer im Speziellen angucken. Über den Daumen gepeilt kann man sagen, klar, je weniger Mittelbreite so ein Segel hat, umso höher kann es am Wind segeln. Aber in der Regel, wie gesagt, wollen wir mit solchen Segeln ja eher die Reaching-Kurse, also ich sag mal alles ab 80, 70, 80, 85 Grad abdecken. Genau, dann können wir weitermachen. Genau, dann so ein Thema Spinnakerbaum, das ist halt eben auch was man sich ein bisschen im Speziellen anguckt. Wir haben unsere Kollegen aus England haben da im vorletzten Jahr eine kleine Untersuchung gemacht, eben auch mit so einer Sunfast 3300. Da ging es einmal darum, ob man mit einem Spinnaker am Baum oder mit einem Gennaker am Baum, was da jetzt die schnellere Analyse ist. Wir sind bei beiden, also zwei typgleiche Boote sind gefahren mit dem gleichen Segelfläche. Da gab es am Ende nicht wirklich eine, wie heißt das, Conclusion, eine Aussage, was jetzt wirklich schneller ist. Also die beiden Boote sind, egal ob mit Gennaker am Baum gefahren oder Spinnaker am Baum gefahren. Natürlich, wir fahren mit einem Spinnaker, fahren mit einem Baum, aber also die waren beide gleich schnell. Was ich damit sagen will, ist einfach, wenn ihr jetzt nur Gennaker habt und die vorne auf der Centerline, also am Bug angeschlagen werden, kann man durchaus noch mal kurz drüber nachdenken, ob man dieses Segel nicht vielleicht doch am Baum fahren will. Das wird dem Rating sicherlich im GPH sich ein bisschen niederschlagen. Aber der GPH ist eben halt ein Durchschnitt über das gesamte VPP, was im ORC hinterlegt ist. Und da muss man einfach mal gucken, ob es für die Kurse, wo das Segel dann am Baum gefahren wird, nicht durchaus sinnvoll wäre, so ein Gennaker am Baum zu fahren, um ihn einfach ein bisschen weiter nach Luft zu schwenken und so halt einfach dem Boot die Möglichkeit zu geben, mehr in die Tiefe zu fahren. Wenn ihr halt ein klassisches Spinnakerboot habt oder seid, dann ist es natürlich wurscht. Der wird immer einen Spielbaum haben. Nur wie gesagt, das war so eine Idee, die ich da einschmeißen wollte. Wenn ihr jetzt einen Gennaker habt, der nur am Bug gefahren wird, dann kann man durchaus vielleicht überlegen, ob man nicht für so eine Langstrecke auch nochmal einen Spielbaum auspackt, um halt eben die Möglichkeit zu haben, mehr in die Tiefe zu gehen. Genau, dann haben wir 1:58, würde ich behaupten, und ich bin quasi durch, wenn wir auf die nächste Seite kommen. Dann können wir nämlich einfach nur sagen, viel Erfolg bei dem Wikingerboot, beim Gewinn des Wikingerboots. Ja, Bertel, auch dir vielen Dank. Das war es auch schon mit unserem kleinen Ausblick auf die Nordseewoche und Rundskagen. Wir hoffen, dass wir euch etwas Interessantes zeigen konnten, erzählen konnten und euch nicht zu sehr verwirrt haben. Solltet ihr wie immer noch Fragen haben, sind wir natürlich gerne bereit, diese zu beantworten. Schreibt uns einfach, ruft uns an und wir werden uns dann kurzfristig bei euch melden und uns mit euch unterhalten. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns, euch an der Startlinie zu treffen. Vielen Dank.